Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die SPÖ ist in Aufruhr nach den Wahlniederlagen in der Steiermark und zuvor bei den Nationalratswahlen. Nicht nur in Österreich, in halb Europa stürzen die sozialdemokratischen Parteien ab. Was das bedeutet für unsere Gesellschaften, wenn die wichtigste Partei der demokratischen Linken in so großen Schwierigkeiten ist, das ist ein breit diskutiertes Thema. Wir befinden uns hier im Redaktionszimmer der Wiener Wochenzeitung Falter. Da werden diese Fragen heiß diskutiert, mit und ohne Mikrofon. Und ich freue mich sehr, dass jetzt zu unserer Sendung Gerhard Zeiler gekommen ist. Hallo. Hallo. Gerhard Zeiler war Mitarbeiter mehrerer sozialdemokratischer Bundeskanzler, war ORF-Generalintendant, ist dann als Manager nach Deutschland gekommen, hat jetzt einen Job in New York als Vermarktungschef eines der größten Medienkonzerne der Welt, Time Warner. Was tut man da als Vermarktungschef? Naja, man muss das Geld eintreiben. Und zwar sowohl Werbegeld als auch das Geld von den Satellitenkabel-Telefongesellschaften weltweit. Um welche Dimensionen handelt es sich da? Es ist mehr als das jährliche Budget der Stadt Wien, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist 15 Milliarden. Also keine Kleinigkeit. Gerhard Zeiler hat in den letzten Jahren überlegt, in die Politik einzusteigen. Das ist bekannt. Es gab eine Phase, in der er gerne SPÖ-Chef geworden wäre. Dazu ist es nicht gekommen. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, Leidenschaftlich Rot. Das ist ein Titel, den hätten manche in ihrer Studentenzeit und in der Jugendzeit wahrscheinlich gewählt für ein politisches Buch. Von einem Top-Manager ist das ein bisschen ungewöhnlich und das wird der Ausgangspunkt für unsere Diskussion sein. Ich begrüße Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo. Hallo. Armin Thurnherr ist nicht nur Hausherr hier im Falter, sondern auch Autor zahlreicher Bücher über die Entwicklung in Österreich und einer der engagiertesten und bekanntesten Kommentatoren des Landes. Ich freue mich, dass Barbara Todt von der Falter-Redaktion ist. Hallo, Barbara Todt schreibt ebenfalls viele Bücher. Zuletzt ein Buch über das Wahljahr 2019 als Co-Autorin. Da kommt auch der Gerhard Zeiler vor, obwohl er ja da überhaupt kein aktiver Politiker war. Wie das? Ja, er kommt vor als quasi Schreckensvision der ÖVP. Die ÖVP hat sich offenbar Sorgen gemacht, dass Herr Zeiler in den Wahlkampf quer einsteigen könnte, statt Frau Rendi Wagner, und hat sich für diesen Fall auch vorbereitet. Also man hätte sie als Gegner in der Wahlauseinandersetzung sehr ernst genommen. Und wir wollen die Auseinandersetzung mit diesem Buch und diesen Thesen jetzt auch sehr ernst nehmen. Dazu gekommen ist Michael Fleischacker. Hallo. Michael Fleischacker war Chefredakteur in der Presse, in anderen Medien in Österreich. Er ist meinungsstarker Moderator im TV-Sender Servus TV und Herausgeber des Magazins Addendum. Gerhard Zeiler, diese Situation in der SPÖ jetzt nach den Wahlen, das ist schon an sich schwierig für jede Partei. Jetzt hat man den Eindruck, es überbieten sich die Verantwortlichen in katastrophistischen Analysen. Der Landeshauptmann von Kärnten sagt, er will eine Revolution, nicht im Land, sondern in der Partei. Der Parteichef von Niederösterreich sagt, die Partei ist nicht nur nicht regierungsfähig, sondern nicht einmal oppositionsfähig. Machen die Funktionäre da ist der Partei noch viel schlimmer, als die Situation, in der sie sich tatsächlich befindet, es erforderlich machen würde? Also erstens einmal soll man die Kirche im Dorf lassen. Jede Krise und die SPÖ und die Sozialdemokratie überhaupt in Europa ist in einer veritablen Krise. Das ist ja auch nicht wegzuleugnen. Jede Krise ist natürlich eine unheimliche Chance. Erinnern Sie sich zurück an das Jahr 66, 67, schwere Niederlage der SPÖ damals, gegen alle Erwartungen. Bittermann hat geglaubt, er gewinnt. Und was hat man gemacht? Man hat das gemacht, was man in einer solchen Situation macht. Man öffnet die Fenster und Türen, man lässt wirklich alle Meinungen herein, man hört zu und gibt sich ein neues inhaltliches Profil, eine neue inhaltliche Positionierung, natürlich verbunden mit neuen Köpfen. Und das ist es, glaube ich, was die SPÖ auch braucht. Ich habe ja ganz bewusst das Buch nicht veröffentlichen lassen während eines Wahlkampfs, sondern bewusst nachher. Aber jetzt ist die Situation, wo ich schon daran glaube, weil es auch nicht so aussieht, dass die SPÖ überhaupt in Gefahr oder in die Chance gerät, Regierungspartei zu werden, diese breite inhaltliche Diskussion zu führen. Und da gibt es mehrere Tendenzen. Da gibt es die einen, die sagen,
Wir müssen so machen wie Jeremy Corbyn. Ich nenne das immer dann zurück zur reinen Lehre. Das Angebot an die Stammwählerschaft hundertprozentig ausrichten. Ich bin nicht der Meinung, ich glaube auch nicht, ich hoffe, ich täusche mich, aber ich glaube auch nicht, dass Jeremy Corbyn in Großbritannien gewinnen wird, eher das Gegenteil, als schwer verlieren wird. Und ich glaube auch, dass das zwar zu einer, dieser Kurs zurück zur reinen Lehre, eine Stabilisierung der SPÖ bringen würde. Aber ist das nicht, ein Zeichen für eine Existenzkrise der Sozialdemokratie in Europa? Nein, nicht für eine Existenzkrise. Wenn ich von einem felsenfest überzeugt bin, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit in den USA, in Lateinamerika, in Europa und in Asien, dass wir ein Mehr an sozialdemokratischen Ideen, ein Mehr an sozialdemokratischen Werten und ein Mehr an sozialdemokratischer Politik benötigen. Es geht nur darum, sie wieder so zu formulieren, dass die Menschen es verstehen. Wenn sie heute auf die Straße gehen, glaube ich nicht, dass ihnen jeder verbalisieren kann, wofür die SPÖ steht und wofür sie nicht steht. Außer dem einen Wort soziale Gerechtigkeit. Ja, das wäre noch schöner, wenn die Leute die SPÖ nicht einmal damit mehr in Verbindung bringen. Ist die Situation nicht dramatischer, Armin Thurnherr? Wir haben in der SPÖ Zank, Bitterkeit, ein Gegeneinander. Also der Robert Miesig, linker Publizist, schreibt auf Twitter, das macht sprachlos. Warum ist es so weit gekommen? Tatsächlich, Rückschläge bei Wahlen, die hat es immer wieder gegeben. Ist das nicht mehr? Ja, ich glaube, die Sozialdemokratie wird sich für die Einschätzung bedanken, dass die Krise eine Chance ist, weil auf diese Chancen, glaube ich, kann sie verzichten. Ich glaube schon, dass es wirklich eine Existenzkrise ist, dass tatsächlich viele andere Parteien sozusagen von der Substanz anknabbern, ja, dass die Grünen, sogar die ÖVP war imstande, Gerechtigkeit zu framen in diesem Wahlkampf. Und das alles zeigt eine inhaltliche Auflösung im Kern der Sozialdemokratie, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Leute nicht wissen, wofür sie stehen, sondern es ist auch eine personelle Frage, glaube ich, die damit verbunden ist. Ich glaube, an der Spitze sind dort immer Leute, ich nehme jetzt die Frau Rendi-Wagner mal bewusst aus, aber es waren in den letzten Jahrzehnten dort immer Leute, und es ist nicht nur in Österreich das Problem, die sozusagen ein Identitätsproblem dargestellt haben. Und bei allem Respekt, ja, wären Sie auch so ein Kandidat gewesen für so ein Identitätsproblem, weil Sie einfach einen großen internationalen Konzern führen und Sie sind sozusagen von der Person her der Typus Kapitalversteher, und den hatten wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer an der Spitze der SPÖ. Da sage ich, warum nennt sich die SPÖ dann nicht um in KPÖ, also Kapitalversteherpartei Österreichs? Ja? Das KPÖ ist jetzt erfolgreich in Graz, aber nicht das Kapitalversteher. Ist schon bis jetzt aber auch ein gutes Beispiel dafür, weil alle wundern sich, wie machen die das und warum? Na, weil die haben glaubwürdige Personen an der Spitze, die sozusagen mit ihrer Identität für das stehen, was die Partei vertritt. Die verzichten auf Geld und die verteilen um und die helfen armen Leuten bei Wohnungen seit Jahrzehnten. Das wird belohnt. Habe ich nicht gesehen. Ja, sehe ich auch nirgendwo anders bei der SPÖ. Und ich glaube, das fehlt mir auch in dem Buch ein bisschen in der Analyse. Das hat auch zu tun mit dem dritten Weg und mit der Stellung zum Neoliberalismus und zum Kapitalismus überhaupt. Der hat gesiegt. Zudem müssen wir uns anders verhalten. Ist vollkommen klar. Aber wie? Ist ungelöst. Wir haben ja eine politische Krise in Österreich seit Ibiza, ganz virulent, Auseinandersetzungen, was das bedeutet. Und das erste Mal seit vielen Jahren ist das rechtsextreme Lager in der Defensive. Die FPÖ zerlegt es, jetzt zerlegt es die SPÖ in ähnlicher Weise. Und ist das eine Situation, in der die Grünen eigentlich die Rolle übernehmen, ja, nicht nur in Österreich, zum Beispiel auch in Deutschland, die traditionell die SPÖ innehatte, als Kern eines progressiven Lagers, Barbara Todt? Na, die Gefahr besteht. Ich meine, wir haben es ja bei den Wahlen gesehen, bei den Wählerstromanalysen, dass eben die SPÖ viele Wähler quasi an die Grünen verloren hat. Ich bin aber anderer Meinung als mein Chef in der Herausgeber. Ich sehe das Problem weniger quasi an der Führungsfigur. Also wenn man mit deutschen Kolleginnen spricht, auf der Journalistenseite wie auch quasi in der SPD, die würden sich alle 10 Finger abschlecken, wenn sie so jemanden wie Frau Rendi-Wagner hätten. Ja, die habe ich ja ausdrücklich ausgenommen. Genau. Aber wo ich das Problem sehe, ist einfach in einer wahnsinnigen Unprofessionalität innerhalb der Partei, was das Marketing, also jetzt auch gar nicht so sehr im Inhaltlichen, sondern wirklich in der Art und Weise, wie man Politik macht, wie man es vermittelt,
Wahlkämpfe führt, also in diesem Handwerklichen, da lässt die SPÖ so viel liegen momentan, eben auch jetzt in dieser Phase. Ich meine, die FPÖ ist völlig am Boden zerstört und schafft es doch noch einigermaßen damit umzugehen. Und die SPÖ ist quasi halb so viel am Boden zerstört wie die FPÖ, aber medial macht sie sich gerade fertig. Michael Fleischacker, kann es sein, dass die Sozialdemokratie sich irgendwie überlebt hat, weil der Kern der Sozialdemokratie immer das Industrieproletariat war, die Industriearbeiterschaft mit den Gewerkschaften? Die spielen jetzt eine Rolle, die viel, viel geringer ist als noch zu Zeiten Kreiskis oder Na gut, das ist ja eine These, die Gerhard Zeiler auch in dem Buch erwähnt, nämlich von Ralf Dahndorf, dem deutsch-britischen Soziologen, der sagt, das 20. Jahrhundert war das sozialdemokratische Jahrhundert und das 21. ist es nicht mehr, weil die Aufgabe gelöst ist, wenn man so will. Die Sozialdemokratie leidet unter sowas wie der Melancholie der Erfüllung. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Und das teilen sie nicht. Ich glaube, dass da relativ viel dran ist, vor allem wenn man sieht, dass das ja nicht nur ein Problem der Sozialdemokratie ist, sondern diese Fluidität, die sozusagen in die Ideologie reingekommen ist. Ich finde das sehr schön, was Sie sagen, auch in dem Buch, also Sie teilen diese These nicht. Sie wollen nicht sagen, zurück zur reinen Lehre mit Jeremy Corbyn, sondern es müsste sowas wie eine forcierte Reform der Sozialmarktwirtschaft sein. Also Sie sagen auch nicht, wie vielleicht Thurnherr am Ende sagen würde, man muss den Kapitalismus, obwohl er oder gerade weil er gesiegt hat, überwinden, sondern man muss ihn so quasi einhegen, wenn man so will. Thurnherr sagt dann schon selber, was er sagen will. Und was ich am interessantesten finde und was, glaube ich, auch diese These am ehesten stützt, ist, dass Sie letztendlich auch in Ihrem Buch sagen, eigentlich hat es am richtigsten gemacht, im sozialdemokratischen Sinn Angela Merkel. Nicht? Das Problem, das jetzt die Sozialdemokraten in Österreich diskutieren eigentlich alle Parteien überall. Und die CDU, CSU hat es ganz stark diskutiert in Deutschland während der letzten 10 Jahre der Merkel-Kanzlerschaft, dass also innerhalb der CDU auch die Leute, die ein schärferes ideologisches Profil wollen, sich sehr darüber beklagt haben, dass Angela Merkel die CDU sozialdemokratisiert hat. Und sie hat das getan, weil sie, wenn man so will, mit den Wählern mitgewandert ist und nicht gesagt hat, das ist mein Programm, wie kriege ich die Wähler, sondern wo sind die Wähler und wie passe ich das Programm dran an, dass ich sozusagen quasi die Mitte sozusagen quasi flexibel halte, weil Wahlen werden immer in der Mitte gewonnen und nicht durch ein schärferes Profil, hat sie gemacht. Also eigentlich ist die perfekte Sozialdemokratin des letzten Jahrzehnts Angela Merkel. Und die Deutschland, die SPD würde sich wahrscheinlich alle 10 Finger abstecken, wenn sie bei über 20% wäre zurzeit. Zwei Punkte. Eine Replik an den Armin Thurnherr und eine an den Herrn Fleischacker. Armin, was du beschrieben hast, ist, dass ein Parteivorsitzender oder eine Parteivorsitzende nur in Schutt und Asche mit Arbeitergewand an der Spitze stehen kann. Du vergisst aber, dass Bruno Kreisky aus dem großbürgerlichen Lager gekommen ist. Du vergisst auch, dass die erfolgreichste Kanzlerschaft nach Bruno Kreisky, über den du ein Buch geschrieben hast, nämlich Franz Vanitzky. Und dem Franz Vanitzky kann man viel vorwerfen, aber dass er jemals nicht top gekleidet und seine Karriere kennst du auch, aufgetreten ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist genau, wo ich noch einmal zurückgehen möchte. Ralf Dahndorf, ich halte das für falsch. Das ist doch paradox. Schauen wir uns doch an, was in der Welt derzeit passiert. Wir erleben die am längsten andauernde Boomphase der globalen Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Die erleben wir gerade. 10 Jahre lang. Das hat es vorher nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Da hat es dazwischen immer Rezessionen gegeben. Und trotzdem wird die Anzahl der Menschen, die an diesem Boom nicht teilhaben, von Jahr zu Jahr größer. Das heißt, die Ungleichheit nimmt in einem Ausmaß zu, wie wir es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben in den letzten 10, 20 Jahren. Einen Punkt noch. Das hat ja auch politische Konsequenzen. Populismus, Trump, Brexit, alles, was wir erleben Unruhen in Ländern, die uns bis vor kurzem als Vorbild an wirtschaftlicher Prosperität wie Chile dargestellt wurden. Und ich zitiere immer nur gerne den Martin Wolf, den Kolumnisten der Financial Times, wahrlich kein linkes Blatt, wie wir alle wissen, der sagt, wenn wir nicht aufpassen, ich sage es in deutschen Worten, mit meinen Worten übersetzt, wenn wir nicht aufpassen und diese Ungleichheit, diese Ausweitung der Ungleichheit stoppen, dann werden wir irgendwann einmal auch die Demokratie in Frage bestreitet bringen. Bestreitet denn niemand, dass die Gesellschaften ungerechter werden und das eine destabilisierende Wirkung hat? Deswegen gibt es eine Aufgabe an die Sozialdemokratie, ja, das meine ich. Das aber kann es heute noch funktionieren, eine Partei, die sowohl Arbeiterschaft, die zurzeit zur Hälfte migrantisch ist, umfasst, als auch
liberale Intellektuelle. Das ist doch wie zu Zeiten, aber selbstverständlich. Das ist doch andere Zeit heute. Aus meiner Sicht diese unsinnige, dann bin ich schon fertig, diese unsinnige Trennung zwischen Flächenbezirken und Bobo-Bezirken. Ja? Sowohl Kreisky als auch Franitzky haben es geschafft, diese Koalition zu schmieden zwischen Arbeitern und Intellektuellen. Es ist ein anderes Studenten. Land als unter Nein, es ist ein anderes Land. Es war auch damals nicht jeder von beiden Seiten zufrieden mit jedem der Vorschläge. Aber sie haben es geschafft. Und das ist die Aufgabe jeder Parteivorsitzenden und des Parteivorsitzenden. Also ich muss jetzt zum Thema Franitzky was sagen. Erstens habe ich nicht ein Buch über ihn geschrieben, sondern ein Interviewbuch mit ihm gemacht. Und zweitens hat natürlich Franitzky auch ein hohes Maß an persönlicher Glaubwürdigkeit aufgrund seiner Biografie besessen und so weiter. Und Kreisky hatte das auch. Ja, Kreisky hatte dazu noch das Glück, also das Pech. Kennst du seine Biografie? Ja, habe ich gelesen, im Buch steht es ja drin, zumindest diese Kurzform kenne ich. Ja. Was ich aber sagen will, ist, es gab schon bei Franitzky einen gewissen Knacks, weil dem fehlte sozusagen die Glaubwürdigkeit der politischen Biografie von Kreisky. Mit Bürgerkrieg konnte er nicht, er hatte die Ungnade der späten Geburt und er kam auch aus dem Bankwesen. Und es hat damals schon dieses Wort gegeben vom Nadelstreif-Sozialisten, das man auf Kreisky nie angewendet hat, obwohl Kreisky gerne im Nadelstreif gegangen ist, wie wir wissen. Ne? Nein, was ich nur sagen will, ist, aber trotzdem war Franitzky persönlich auch glaubwürdig und hat auch da gewirkt, auch als Waldheim-Aufhalter und so hat er einige glückliche Umstände noch gehabt. Aber da war trotzdem ein kleiner Bruch drin, würde ich sagen. So ein, das, was ich ja Kapitalversteherbruch nennen würde, aber der wird ja viel schärfer sichtbar bei Typen wie Corbyn oder Bernie Sanders oder so, die im Übrigen auch diese gesellschaftliche Segmentierung ja überwinden. Die haben Zulauf von Jungen, von Grünen, von allem möglichen. Und haben noch keine Wahlen gewonnen. Corbyn hatte sofort eine Verdreifachung des Mitgliederstandes, nur weil dieser mürrische alte Hinterbänkler, dessen Europapolitik ich für fatal halte, persönlich glaubwürdig war. Ja? Armin, Sie hatten eine Verdreifachung, weil der alte Parteichef gesagt hat, um 3 Pfund kannst du dich anmelden und die ganzen Trotzkisten, die früher ausgeschlossen wurden, sind reingegangen. Ja, das so viele Trotzkisten hat es in Großbritannien nicht. Die Momentumbewegung. Immerhin in der Löwenstraßen wären es froh. Ne? Also, ja, es ist interessant, wie Sie über Personen reden, weil eine Grundfrage, die auch in Ihrem Buch anklingt, ist ja, und Sie sagen das gleich zu Beginn, es ist kein Bewerbungsschreiben, es geht nicht um Pamela Rendi-Wagner, die kann das eh. Sondern es geht ja um eine klarere inhaltliche Profilierung und um ein klares Angebot der Sozialdemokratie, also eigentlich um ideologische Fragen und ihre praktische Anwendung. Aber immer, wenn man dann ins Detail kommt, und das sehe ich auch in Ihrem Buch so, dann kommt man drauf, dass eigentlich, wenn das jetzt nicht irgendwie eine Radikalisierung zurück mit Corbyn oder sonst was ist, dass es eigentlich so ein Common-Sense-No-Nonsense-Programm ist, wo eben mehr oder weniger jeder vernünftige Pragmatiker mit kann und es am Ende eben doch wieder darauf ankommt, ob eine Person dazu in der Lage ist, diese ganz unterschiedlichen, Vertreter sehr segmentierter Gesellschaftsschichten, und das war übrigens zu Kreiskys und Franitzkys Zeiten eben nicht so. Es war die Gesellschaft, also unterschiedliche Milieus waren deutlich homogener, als sie heute sind. Das ist viel fragmentierte Gesellschaft. Das heißt, es ist wahrscheinlich heute noch wichtiger, dass eine Person dazu in der Lage ist, diese ganz unterschiedlichen Aspekte von Programmatik, die man haben kann und die immer breit sein wird, weil es einfach so viele Milieus und so viele Inhalte gibt, zu verbinden. Und das ist so komisch. Man sagt dann immer, man möchte ja nur irgendwie natürlich nicht an der Vorsitzenden kratzen. Letztendlich, glaube ich, ist das sogar auch wahr. Es geht um die Person. Diese Differenzierung der Gesellschaft, die bedeutet doch, dass die Arbeiterschaft, traditionelle Arbeiterschaft, kulturell geschrumpft ist, real geschrumpft ist, zur Hälfte aus Leuten besteht, die sich überlegen, FPÖ zu wählen, aus der anderen Hälfte aus Migranten besteht, und man hat weit weg sozusagen die liberalen Intellektuellen oder Mittelschicht in den Städten. Ist das nicht eine Situation, die dazu führt, dass sich auch das progressive Lager auffächern muss, wo es halt dann die Grünen gibt und vielleicht eine viel, viel kleinere sozialdemokratische Arbeiterpartei und Liberale, und das alles ist dann ein progressives Lager, aber nicht mehr die Sozialdemokratien, wie sie das früher hatten. Ist das nicht eine grundsätzliche Änderung gegenüber früher, die jetzt auch der geschätzte Gerhard Zeiler nicht realisiert und sie in seinem Buch nicht wirklich darauf eingeht? Können Sie erklären, was progressiv heißt? Aber ja, ist ein beliebtes Modewort. In Amerika weiß man das ganz einfach. Ja. Nein, aber wo würde das denn hinführen, wenn sich dieses sogenannte
progressive Lager auffächern würde, also gerade innerhalb des österreichischen politischen Systems. Also das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Deswegen gab es ja die Idee von Christian Kern, der in ihrem Buch nicht sehr gut wegkommt, quasi eigentlich den Moment zu nützen, in der Phase, als die Grünen noch nicht im Parlament waren oder eben noch nicht, mit den Grünen gemeinsam bei den Europawahlen anzutreten, ne, und sich eigentlich eben dieses Lager wieder unter SPÖ-Obhut zu vereinen. Und ich persönlich glaube, dass das der bessere Weg ist, vor allem innerhalb des österreichischen Systems, weil eine weitere Zersplitterung nutzt, und das ist ja die alte Kreisgedenke, nutzt quasi nur dem anderen Lager, nämlich dem Die österreichische Gesellschaft ist eine Multikulti-Gesellschaft. Das kann einem gefallen oder nicht gefallen, das ist so. 25%, 30% haben Migrationshintergrund. In der SPÖ gibt es 40 Abgeordnete im Nationalrat, 2 haben Migrationshintergrund. Kein einziger politischer Vertreter der SPÖ hat einen solchen Hintergrund. Bei den Grünen ist das ganz anders. Sind die Grünen dann nicht zeitgemäß? Aber man muss schon runterschauen quasi auf die Bezirks- und Landesebenen. Also da ist es wesentlich diverser, aber der Nationalrat ist natürlich kein Aushängeschild. Weil so auch Repliken an den Herrn Fleischacker. Natürlich hängt es auch von der Persönlichkeit ab, an der Spitze, das ist überhaupt keine Frage. Das Einzige, was ich auch sage, ist, dass man der Pamela Rande-Wagner Zeit geben soll. Sie hat das übernommen vor einem Jahr in einem wirklich totalen Chaos. Das hat es in der Zweiten Republik, und ich kenne auch kein anderes Land, gegeben, wo der Parteivorsitzende nach einer Wahl in Niederlande sagt, er bleibt und 14 Tage, und zwar mehrmals, und 14 Tage vorher einfach sagt, na, ich gehe jetzt. Also das hat natürlich Schockwellen durch die ganze Partei einmal gezogen. Insofern soll man ja Zeit lassen, aber natürlich hängt es auch von der Persönlichkeit ab. Zum Inhaltlichen. Wenn das, was ich da beschrieben habe, ein Mehrheitsprogramm für Österreich ist, nur dann schrei Hurra. Ja? Nur glaube ich das nicht, weil das, wo ich glaube, dass sich die Sozialdemokratie schärfen soll, ob das jetzt im Kampf gegen den Klimawandel ist, ob das jetzt in der Bildungspolitik ist, das hat es im Wahlkampf nicht gegeben. Das Lustige finde ich ja, dass man ausschließlich den Grünen dieses Zukunftsthema, das aus meiner Sicht eines der wichtigsten, wenn nicht überhaupt das wichtigste Thema ist, weil schließlich um unsere Kinder geht, ausschließlich den Grünen überlassen hat. Ist in Deutschland ähnlich, in Frankreich ähnlich. Das ist ein inhaltlicher und auch taktischer Fehler. Ja? Jetzt, ich meine, aber nicht spezifisch sozialdemokratisch. Sebastian Kurz... Was heißt spezifisch sozialdemokratisch? Sozialdemokratie darf sich ja eben nicht so beschränken lassen, sondern weitergehen lassen, dem Sebastian Kurz durchgehen zu lassen im Wahlkampf, den Slogan Klimapolitik braucht Hausverstand und deswegen bin ich gegen eine CO2-Abgabe. Na, den hätte man jeden Tag vor sich hertreiben können mit dieser Aussage. Frage, ist nicht passiert. Frage, gehen wir ein bisschen im Denken von der Taktik weg zu grundsätzlichen Fragen. Kapitalismus. Also jeder in der SPÖ, auch in der Sozialdemokratie, sagt, Neoliberalismus wollen wir nicht mehr, das war früher, das ist also die Zeit des Tony Blair und des Gerhard Schröder. Aber das ist doch die Grundfrage, braucht es, Amenturnherr, für eine linke Partei ein Programm gegen Kapitalismus, was ja die Wirtschaftsordnung ist, die einzige, die irgendwie funktioniert. Und ja, das gibt's, oder? Die Antwort ist schon gegeben. So geht es. Was heißt dann System überwinden? Das hat der Raimund Löw mir umgehängt. Ich bin ja kein System überwinden. Erstens bin ich selber Kapitalist, mit Vergnügen, mit zunehmendem Vergnügen, kann ich sagen. Das heißt, du wärst nicht geeignet für den Parteivorsitz der SPÖ. Ich würde dich wählen. Ich wäre total ungeeignet. Aber da könnte man vielleicht... Umgehen mit Kapitalismus für eine linke Partei? Ich glaube tatsächlich, dass der Neoliberalismus der Elefant im Raum ist, den muss man sich stellen. Das kommt mir im Buch viel zu kurz im Übrigen. Ja, ich glaube, der Hayek wird gar nicht erwähnt, stattdessen wird nur Friedman so als Chiffre. Ja. Was? Aber es ist auch Keynes oder Friedman ist ja auch viel passender. Keynes oder Friedman ist eher eine richtige Alternative. Aber man muss diesen Stier bei den Hörnern packen und man muss auch in der Analyse mal zeigen, wie sehr der unser ganzes System, unser Denken, viele politischen Entscheidungen durchwuchert. Und die muss man sich auch dann überlegen, in Frage zu stellen. Bin ich ernstlich dieser Meinung. Natürlich ist der Kapitalismus so nicht zu überwinden, aber es steht ja in Wirklichkeit die Neuerfindung eines human definierten Kapitalismus an. Ja? Nicht nur für die SPÖ, aber die können sich beeilen, damit dabei voranzugehen. Ja? Da wären einige Dinge zu berücksichtigen, und zwar nicht nur der Klimawandel, der wesentlich ist, sondern da muss man auch
ein Phänomen betrachten, das auch so ein Elefant im Raum ist, nämlich die Migration. Auch da wäre die Sozialdemokratie gefordert, eine vernünftige Lösung zu finden. Vielleicht nicht so radikal wie die Dänen, die haben gezeigt, die Däninnen, dass es bei denen funktioniert, mit einer scharfen, restriktiven Migrationspolitik. Ein kleines Land mit vielen inhumanen Methoden. Österreich ist kein großes Land und könnte sozusagen viel mehr machen aus seiner Neutralität. Ja, die würde zu einer ganz anderen Haltung verpflichten. Trotzdem könnte man da auch Einwanderungsregeln und ein Einwanderungsgesetz mal definieren. Das hat die Sozialdemokratie nie geschafft, hat sich immer nur vor der Rechten vor sich hertreiben lassen. Dieses Thema sich anzunehmen, das wäre wichtig. Und das dritte große Thema, das mir fehlt, ist natürlich die Weltkommunikationsordnung. Alle hängen mit dem Neoliberalismus zusammen. Alles gehört thematisiert, alles gehört auf die Agenda gesetzt und ich sehe davon nichts. Also ich glaube ehrlicherweise, also in dem Gerhard Buch Heiler. Das meiste angesprochen ist, ich habe es nur anders terminisiert. Für mich war Neoliberalismus, weil ja auch jeder unter Neoliberalismus das anders versteht, die Fehler des dritten Weges. Ja? Der Glaube, der tausendprozentige Glaube an den Markt. Aber soll man ein Signal setzen, keine Privatisierungen mehr zum Beispiel? Im Gegenteil, größeren Einfluss des Staates in der Wirtschaft. Na, das halte ich für einen Fehler. Ich halte es bei uns für einen Fehler, dass wir gewisse Unternehmen nicht privatisiert haben, aber ich halte, würde es auch für einen Fehler halten, so wie in England, wie in Großbritannien, dass man dort Netze, die nämlich zur Versorgungssicherheit dienen und zum Konsumentenschutz dienen, einmal schlicht und einfach privatisiert. Da muss man aufpassen, das ist das wesentlichste Unterschied. Ideologischer Zugang, manchmal ja, manchmal ja, das ist, nein. Ja, selbstverständlich. Nein, ich glaube auch nicht, dass Daseinsvorsorge, nein, ne? das können wir uns einigen. Ne? Das ist tausendprozentig. Das heißt Gas, Strom, tausendprozentig. Wasser, ich bin auch der Meinung, dass wenn es einen Bereich gibt, über die reine Netzversorgung, Daseinsversorgung hinausgeht, dann soll sich der Staat auf seine 25,1% Golden Share beschränken, weil damit kann er die wesentlichsten Dinge mitbestimmen. Aber die Firma wird privat geführt, weil bis dato habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht sehr viele Firmen in staatlicher Hand gesehen, die sehr effizient und effektiv geführt sind. Aber das ist was anderes. China gibt was es ein paar. Ja, also wir reden jetzt, China bin ich beruflich noch nicht tätig, aber da bist du der bessere Experte. Nur, das ist das Thema. Zweitens, Migration, selbstverständlich. Entschuldigung, das wäre aber auch eine interessante Aufgabe, das öffentliche Eigentum sozusagen in moderner Form zu führen und zu zeigen, dass ja, es vielleicht doch... Ja, aber, ja, gibt aber es? Lass mir einen zweiten Punkt. Der zweite Punkt, wenn du sagst, Neoliberalismus, das Wesentliche für mich, und das habe ich beschrieben, ist die Dominanz der Finanzwirtschaft. Das ist das Problem. Ich bin für eine soziale Marktwirtschaft. Eine soziale Marktwirtschaft, das ist das, was du mit anderen Worten ausgedrückt hast, müssen wir zum Teil zurückgewinnen. In Österreich und Deutschland ist es Gott sei Dank noch nicht so verloren wie in anderen Teilen der Welt. Und das wird nur gehen, wenn wir die Realwirtschaft fördern und die Finanzwirtschaft beschränken. Das ist es, das ist das Thema. Ja? Michael Fleischhatte, ist es nicht unvermeidlich, dass man irgendeine Art des Comebacks des Staates in der Wirtschaft hat, nämlich auch öffentlichen Interesses, öffentlichen Einflusses in der Wirtschaft jetzt global? Also in Amerika die demokratischen Präsidentschaftskandidaten diskutieren das gesamte Gesundheitssystem öffentlich, staatlich. Auch wenn man jetzt so ein Klima als Thema hat, ist natürlich die Möglichkeit, zu beeinflussen, was jetzt tatsächlich Energieversorger tun, wie Firmen tun, ist natürlich ganz anders, wenn man staatlichen Einfluss stärkt. Ist da nicht eigentlich jetzt unvermeidlich eine Art Comeback des Staates? Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das gern hätten. Ich glaube, dass dann auch die Beispiele, wo man jetzt, also China kommt dann immer nicht, also wo das ja dann so toll funktioniert. Ich glaube nicht, dass man die Begleiterscheinungen gern hätte dessen. Genau. Ich glaube, dass es ganz falsch wäre, darauf zu reagieren, indem man sagt, wenn der Staat stärkere Regularien setzen soll, weil gewisse Dinge, die man so gesellschaftlich für wünschenswert hält, sonst nicht passieren, dann soll es stärkere Regularien setzen. Das ist dort der Punkt, oder da. Aber die Idee, dass es so eine Eigentumsfunktion übernimmt, da bin ich sehr beim Herrn Zeiler. Ich habe es auch noch nicht gesehen, dass das besonders gut funktioniert. Und wenn Herr Turner sagt, das könnte man da jetzt ja zeigen, dass es doch funktioniert, dann halte ich nichts davon. Darf ich nur ganz kurz, weil es um das Buch geht, um die Sozialdemokratie und die Elefanten im Raum. Ich glaube, also jetzt für die österreichische Sozialdemokratie, der größte Elefant
in diesem Buch heißt Werner Faymann. Mhm. Der Name kommt genau einmal vor und da auch nur, weil es nicht anders ging, weil heute halt irgendwie zwischen Usenbauer und Kern Faymann war. Und sonst ist da acht Jahre Schweigen. Und ich glaube, das ist der Elefant im Raum der österreichischen Sozialdemokratie, dass sie in dem ganzen Buch keinen einzigen Halbsatz über diese 8 Jahre verlieren. Aber es ist doch weniger dass wohl die 8 Jahre sind, in denen es passiert ist, das Problem, das wir oder jetzt haben. Oder in denen nichts passiert ist. Darf ich nur eine Anmerkung zum öffentlichen Eigentum? Ich muss es sagen, weil es mir so auf die Nerven geht. Das Rote Wien. Ja? Nehmen wir das Rote Wien. Ein wunderbares Beispiel für das Funktionieren öffentlichen Eigentums. Weltweit ein Vorbild in allen Lebenswertskalas, immer und die Nummer 1. Ja? Bewundert, viel zu wenig bekannt. Und am wenigsten bekannt innerhalb der Sozialdemokratie und innerhalb Österreichs. So. Also das stimmt nicht. Wien ist natürlich, Gott sei Dank noch, nicht nur hat eine sozialdemokratische Regierungsmannschaft, sondern Wien ist wirklich, da brauche ich ja nur in die anderen Städte Europas und Amerikas fahren, ein Vorbild. Ich sage immer, eigentlich sollte man allen Wienern, alle Wienerinnen, alle Wiener für 3 Tage in eine der anderen Großstädte schicken. Sie würden um vieles zufriedener mit Wien zurückkommen. Ja, aber das ist ja keine Frage. Ja, aber deswegen sage ich trotzdem, es ist unbedingt notwendig, dass man die Stadthalle besitzt. Ja? Ich sage gar nichts, dass man das Wiener, dass man nochmal die Versorgung Wohnungen, besitzt. Verkehr, Wohnung ist ein ganz wesentliches Beispiel. Zwei Dinge, die der Staat aus meiner Sicht hat, da bin ich bei Herrn Fleischacker, 100% die Kontrollfunktion. Und die hat der Staat in den letzten 20 Jahren vielfach nicht ausgeführt. Beispiel Finanzkrise, Beispiel, dass in dem reichsten Land der Welt, in Amerika, in Kalifornien, die Stromnetze abgeschalten werden, weil man den Peak nicht messen kann, ist lächerlich. Staatliche Regularien, ja. Und im Bereich des Wohnbaus, das ist aber für mich Daseinsvorsorge, es ist ja auch paradox. In allen Städten der Welt gibt es einen Bauboom. Aber dieser Bauboom findet nur, ob es in New York, Paris, London, in den besseren Gegenden statt, in den sozial schwächeren nicht. Da ist natürlich der Staat gefragt, sozialer Wohnbau. Ganz kurz. Das ist ganz wesentlich. Das ist auch das Merkmal des Roten Wiens. Ganz kurz. Deswegen sind die Mietpreise in Wien um 50% billiger als in Salzburg. Was nutzt der SPÖ? Wien funktioniert, ist ja auch in europäischen Dimensionen eine überschaubare Stadt. Was nicht überschaubar ist, sind die Herausforderungen, über die wir alle dauernd reden. Klima, Einfluss des Finanzkapitals, auch die internationale Situation. Jetzt, was mir unverständlich ist, Frage an Barbara Todt, warum, wenn es eine Diskussion über eine Neuaufstellung der Sozialdemokratie gibt, nicht an erster Stelle steht, wir müssen die Europapartei sein. Wir müssen die sein, die für einen europäischen Bundesstaat ist, als mittelfristiges Ziel, weil nicht anders die Klimakrise irgendwie angegangen werden kann oder die Finanzströme irgendwie in den Griff bekommen können. Nur ganz kurz, warum diese Scheu? Ich glaube, weil die SPÖ momentan mit völlig basalen Problemen konfrontiert ist, wie dass sie Mitarbeiter in ihrer Parteizentrale kündigen muss und dass es einfach drunter und drüber geht. Also das ist aus Sicht der SPÖ wahrscheinlich ein Problem, das sie dann in 1-2 Jahren, wenn sie konsolidiert sind, in Ruhe diskutieren können. Und da hätte ich nämlich auch eine Frage an Sie. Ich habe ja Ihr Buch rezensiert, Herr Zeiler im Falter, und habe es beschrieben als eine Art Bewerbungsschreiben für eine Chefberaterposition. Hat Frau Rendi-Wagner Sie kontaktiert? Also gibt es da eigentlich einen Austausch? Ich schließe meine Frage an. Ich bin absolut einverstanden, auch sozusagen die letzten Tage. Man sieht den Gerhard Zeiler, der gute Ratschläge gibt, gute Ideen hat und dem es einem am Herzen liegt, dass die SPÖ sich wieder erfängt. Kann man das, indem man ein Buch schreibt, eine Woche im Fernsehen diskutiert, muss man dazu nicht sagen, okay, ich schalte mich ein, gehe auf Konferenzen in der Partei, mache irgendwie mit beim internen Diskussionsprozess der Partei, ganz ohne zu sagen, ob man jetzt... Aber der hat doch auch Arbeit. Nein, naja, ist das nicht in Wirklichkeit nötig? Also wenn es so dramatisch ist, die Situation, dass der Gerhard Zeiler engagiert sich in der Politik. Ich habe das Buch ja wirklich aus Leidenschaft geschrieben. Ich habe das Buch nicht geschrieben, um irgendeinen politischen Job zu bekommen. Nein, aber nicht der Job, sondern aus Leidenschaft geschrieben. Elder Statesman kann man auch sein und viel bewirken. Ich stelle mich ja auch jeder Diskussion. Das mache ich ja auch gerne. Ja, ich nehme die einzige Woche, die ich frei habe, in diesem Jahr, die Thanksgiving Week, Gott sei Dank, und stelle das Buch vor, diskutiere, gehe in Diskussionen, selbstverständlich. Wenn das Buch dazu beiträgt, eine breite inhaltliche Diskussion
zu fördern, dann bin ich hundertprozentig zufrieden damit. Das war das Ziel. Natürlich ist das subjektiv. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass jeder dieser Ideen mehrheitsfähig ist, auch nicht in der SPÖ. Ja? Aber es ist ein subjektives Buch, eines, zu dem ich hundertprozentig stehen kann. Da fehlen ein paar Kapitel, hast du vollkommen recht. Aber irgendwann musste man auch den Frau Rendi-Wagner. Gab es einen Austausch mit der Frau Rendi-Wagner? Ich habe einen Austausch mit der Frau Rendi-Wagner. Okay. Ja. Dafür und, gab nicht und, vor dem Buch, nein. Und dem Verkehrschaos bei Thanksgiving in den USA ist der Gerhard Zeiler. Punkt auch habe ich Ihnen entkommen. Einfach nicht geglaubt. Sie haben echt ernsthaft geschrieben, wenn Sie gewusst hätten, was der Christian Kern für einer ist, dann wären Sie damals zur Kampfabstimmung angetreten. Dass Sie das nicht gewusst haben, spricht nicht für Sie. Nein, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Haben offensichtlich viele nicht gewusst. Das haben viele nicht gewusst. Also, das haben viele nicht gewusst. Ist mein Fehler, ja. Das hätte ich damals, die Situation war relativ klar. Werner Faymann ist zurückgetreten und wir hatten vorher Kontakt und wir waren uns klar, dass es wahrscheinlich einer von uns auf einen von uns zukommt. Wir haben gesagt, wir werden uns aber da auszugehen ist, dass der Werner Faymann nicht freiwillig aufgibt, wir werden uns nicht kandidieren gegenseitig. Dann ist er zurückgetreten. Und das ist Geschichte. Was danach passiert ist, Geschichte. Aber ich habe das nicht gewusst. Das war der Falter-Talk zu High Noon in der SPÖ und einigen Fragen mehr, die wir diskutiert haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Teilnehmerin, den Teilnehmern hier am Tisch. Für eine politische Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft braucht man kritische Medien, braucht man unabhängige Medien. Der Falter als Wiener Wochenzeitung produziert Kommentare, Analysen, deckt viele Dinge auf jede Woche. Wenn Sie ein Falter-Abo bereits haben, dann empfehle ich, dass Sie jemanden finden, dem Sie ein Abo schenken wollen. Zu Weihnachten ist dazu Gelegenheit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge.